Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Feirefitz. Wolfram von Eschenbach, Parsifal, daraus lese ich Ihnen ein kleines Stück. Als ihre Zeit gekommen war, gebar die Herrscherin einen zweifarbenen Sohn, an dem Gott ein Wunder getan hatte. Seine Haut war nämlich weiß und schwarz gescheckt. Die Königin bedeckte seine weißen Hautstellen mit Küssen. Feirefis von Anjou nannte die Mutter das Kind und ihr Sohn ward ein Waldvernichter. So viele Lanzen zerbrach und Schilde durchstach er. Haar und Haut waren bei ihm weiß und schwarz gefleckt wie das Gefieder einer Elster. Heute soll es um Feirefis von Anjou gehen, dem Sohn eines Franken und einer Orientalin in dem Epos von Wolfram von Eschenbach, Parsifal. Ich lese Ihnen dieses kleine Stück auch noch auf Mittelhochdeutsch vor, in dem eben geschildert wird, wie Feirefitz, der zweifarbig war, weiß und schwarz, auf die Welt kommt. Die Frauen rechter zieht genas eins suns, der zweier Farbe was, an dem Gott Wunders ward enein, wies und schwarze Farbe erschien, die Königin kußt in sunder Twal viel dick an sühne blanke Mal. Die Mutter hieß ihr Kindelin Feirefis Anschewin. Der ward ein Walzwende, die Tjoste siner Hände Mannexpert zerbrachen, dir Schilde dürkelstachen. Als sein Agelster ward Gefahr, sin Haar und auch sin Fell fiel gar. Dieser Feirefis kommt eben auf die Welt, von einem Franken gezeugt, mit einer Orientalin in der Geschichte Wolfram von Eschenbachs Parsifal. Parsifal ist die Geschichte eines tummen Tors, Parsifal, der mütterlicherseits vom Gralshof stammt, väterlicherseits vom Artushof, und der in seinem jungen Leben lernen muss, erfahren muss, wer er ist. Zuerst wird er Ritter am Artushof und dann steigt er auf, wird ein geistlicher Ritter, er wird Gralskönig im Dienste Gottes. Dieses Epos von Wolfram von Eschenbach ist weltberühmt geworden in der damaligen Welt, aber heute geht es nicht um Parsifal, sondern um seinen Halbbruder Feirefis. Der Vater von Parsifal und Feirefis ist Gachmoret von Anchove von Anjou. In zweiter Ehe ist er mit Parsifals Mutter Herzeleude verheiratet, aber in erster Ehe mit Bellacane, einer Orientalin aus dem Morgenland. Und da kommt man an einen Punkt, den ich immer etwas peinlich finde, aber man muss auch darüber reden. Die Namen bei Wolfram von Eschenbach sind redende Namen. Sie haben eine Bedeutung. Und zum Beispiel Parsifal kommt von Pers le Val, einer, der mitten durchgeht, der das Tal durchstößt und dann eben in der Höhe als Gralskönig ankommt. Herzeleude, seine Mutter, hat einen wirklich sprechenden Namen, denn sie wird an ihrem Sohn vor Herzeleid sterben. Die Gemahlin von Parsifal ist Conduire Amour. Das ist eine Dame, die zur Liebe führt. Conduire Amour. Dann trifft er auf eine andere Dame, der er einen Ring raubt und sie wirklich ins Unglück stürzt. Und die heißt Jeschute. Je chute, ich falle, der Fall. Sein Halbbruder heißt eben Feirefis und das kommt von den Worten Varier Fis, also einer, der zweifarbig, mehrfarbig ist, ein bunter Sohn. Seine Mutter hat nun eben einen sprechenden Namen, sie heißt Bellacane und auf Italienisch heißt Cane der Hund und das dürfte dann eben auf Deutsch übersetzt die schöne Hündin sein, was ja nun wirklich ein sehr unschöner Name für diese doch
großartige Königin ist. Wolfram von Eschenbach schildert, dass sie eine Mohrenkönigin sei. Bellacane von Sasamank. Wobei Mohre und Mohrin in dem zu der Zeit noch nichts Abwertendes hatte, sondern eine normale Bezeichnung für eine dunkelhäutige Person war. Wie kam es dazu, dass sie Gachmuret geheiratet hat? Gachmuret war der jüngere Sohn des Grafen von Anjou und daher nicht erbberechtigt. Und er beschloss, ins Morgenland zu ziehen, um dort Güter und Ehre zu erwerben. Er tritt in den Dienst eines Heiden, des Kalifen von Bagdad, Barne von Baldak, und unter anderem befreit er Bellacane von Widersachen. Er heiratet sie und ihr gemeinsamer Sohn wird nun eben schwarz und weiß. Noch vor der Geburt des Sohnes verlässt Gachmuret Bellacane, angeblich weil sie nicht getauft ist, aber in Wahrheit deswegen, weil er auf Abenteuer gehen will. Er ist sehr abenteuerlustig. Er kommt nach Spanien, trifft dort Herzeleude, die Schwester des Gralskönigs Anfortas. Er weigert sich zunächst, sie zu heiraten, weil er noch verheiratet sei, aber schließlich tut er es doch. Auch sie wird schwanger und auch sie verlässt er vor der Geburt des Sohnes Parsifal. Gachmuret lernt also beide Söhne nicht kennen und darum geht es dann auch in diesem Epos von Wolfram von Eschenbach. Gerade Parsifal muss lernen, wer er ist. Er weiß es nicht, weil die Mutter es ihm verschweigt, und er muss erfahren im Laufe seines Lebens, woher er kommt, wer seine Familie ist und welchen Standes er angehört. Und das ist dieses Erkenne-dich-selbst-Motiv in diesem Epos von Wolfram von Eschenbach. Das Besondere nun an Parsifal, an diesem Epos, ist, wie ich finde, die Behandlung des Themas Orient. Sowohl Bellacane als auch Fairefis werden absolut nicht negativ gesehen, sondern sehr, sehr positiv. Und das verweist uns wieder auf den historischen Hintergrund der Zeit. Die Welt um 1200 ist die Zeit, in der Wolfram von Eschenbach gelebt hat, und die Zeit des Dritten Kreuzzugs. Wolfram von Eschenbach, circa geboren um 1170, gestorben 1220. Der dritte Kreuzzug fand statt zwischen 1189 und 1192. Auf diesem dritten Kreuzzug, das werden Sie wissen, ist Friedrich Barbarossa, der Kaiser, umgekommen. Und Richard Löwenherz hat im Heiligen Land gekämpft. Ein sehr grausamer Königssohn, englischer Königssohn, der aber in seinen Begegnungen mit den arabischen Rittern sich ritterlich immer wieder verhalten hat. Auf diesem dritten Kreuzzug zum Beispiel ist Richard Löwenherz in Unterhandlungen mit Saladins Bruder Al-Adil getreten. Saladin, der große kurdische Heerführer des muslimischen Heeres. Und sein Bruder hat nun Verhandlungen mit Richard Löwenherz geführt. Es gab gemeinsame Festbankette. Richard hat sich sehr anscheinend für arabische Musik interessiert und soll 1192 den Sohn Al-Adils zum Ritter geschlagen haben. Es kam dann sogar so weit, dass man überlegt hat, die Schwester Richard Löwenherzens mit Al-Adil zu verheiraten. Die hat aber gesagt, das macht sie nur, wenn er Christ wird, und das hat wieder Al-Adil abgelehnt. Richard Löwenherz hat Al-Adil seinen Bruder genannt, und der hat ihm auch tatsächlich angeblich in einer Schlacht mit Pferden ausgeholfen. Als Richard Löwenherz schon zu Fuß kämpfen musste, hat er ihm ein Pferd geschickt, sodass der
zu Pferde kämpfen konnte, was für einen Ritter in der Rüstung, die die damals anhatten, überlebenswichtig war. Es ist also die Zeit der hohen Ritterschaft, in der man sich totschlägt, aber in der man sich achtet. Man gehört dem gleichen ritterlichen Stand an und das macht sich auch eben in diesem Roman, in diesem Epos absolut bemerkbar. Wolfram von Eschenbach stammte wohl aus dem niederen Adel, aus dem Dienstadelsgeschlecht, war allem Anschein nach ein Autodidakt, der hochherrschaftliche Mäzene hatte, die dann eben auch zufrieden sein mussten mit dem, was er schrieb. Und offensichtlich störten sie sich nicht an der Behandlung des Themas Orientale, Orient-Araber. Er griff auf französische Vorlagen zurück, Chrétien de Troyes und einen provenzalischen Dichter namens Guyot, von dem man nicht genau weiß, ob er nicht ein fiktiver Dichter gewesen ist. Die Parzival-Überlieferungen waren sehr beliebt zu ihrer Zeit. Es gibt sehr, sehr viele Manuskripte, die diesen Stoff überliefert haben. Kehren wir zurück zur Feirefis und Bellacane. Wie gesagt, Gachmoret verlässt beide Frauen und kehrt zurück in den Orient. Er hat, wie er sagt, eine Beistandspflicht zur Unterstützung des Kalifen und er wird dort im Kampf für diesen Kalifen fallen. Also auch Gachmoret, der große Franke von Anjou, hat keine Probleme für einen Araber zu kämpfen. Seine beiden Söhne, Feirefis und Parzival, begegnen sich am Ende des Epos und sie kämpfen einander zunächst, weil sie sich nicht erkennen. Das ist auch die letzte Prüfung des dann schon gereiften Parzivals. Parzivals Schwert zerspringt in diesem Kampf. Feirefis wirft sein Schwert fort, es kommt zu einer Agnorisis-Szene, die beiden Brüder erkennen einander und es kommt zur Versöhnung. Feirefis wird daraufhin Christ, wird aufgenommen in die Artusrunde. Die Gralsbotin erscheint und verkündet Parzival, dass er Gralskönig geworden ist. Die beiden Brüder brechen zum Hof des Gralskönigs auf. Feirefis wird getauft und heiratet. Réponse de joie. Also die Antwort der Freude, das ist die Schwester des Amphortas. Und er tritt eigentlich nur wegen ihr zum Christentum über. Alles endet gut. Feirefis und Réponse de joie bekommen dann noch einen Sohn. Und das ist der legendäre Priesterkönig Johannes, der im fernen, fernen Osten Richtung China die Menschen missionieren wird für das Christentum. Wie beschreibt Wolfram von Eschenbach nun diese Orientalen? Er spricht von Mohren und Mohrinnen. Er sagt, das sind Leute, die finster wie die Nacht sind, nach Rabens Farbe. Bellacane scheint wohl auch eine Afrikanerin gewesen zu sein. Und er schildert sie, ich lese Ihnen ein kleines Stück vor, wo sie sehr, sehr positiv eben auch geschildert wird. Die Hautfarbe der Königin übertraf das Tageslicht wahrhaftig nicht. Wohl war sie von fraulichem Wesen und fein gebildet, doch nicht wie die taubenetzte Rose, denn sie war tiefschwarz. Ihre Krone war aus einem leuchtenden Rubin gefertigt, der ihr Haupt durchschimmern ließ. Bellacane ist schamhaft, das wird ganz ausführlich und ausdrücklich geschildert, und sie mag hellhäutige Helden. Es kommt zur Hochzeitsnacht zwischen den beiden, war auch ihre beide Haut von unterschiedlicher Farbe, sie und ihr herzliebster Gachmoret gaben sich unbeschwert dem Genuss berauschender und lauterer Liebe hin. Gachmoret liebt sie über alles,
Er kann sich kaum von ihr trennen. Aber wie gesagt, die Abenteuerlust verführt ihn dann, von ihr wegzugehen. Dennoch liebt er seine dunkle Gattin mehr als das eigene Leben. Nie zeigte sich aber auch eine Frau anmutiger als sie, denn ihr Herz war stets von edlem Gefolge begleitet, von keuscher Zurückhaltung und fraulicher Wesensart. Schließlich verlässt er sie doch und schreibt ihr einen Abschiedsbrief, und französische Sprache, und darin liest sie Folgendes: Hiermit versichert der Liebende der Geliebten seine ungeschmälerte Liebe. Heimlich wie ein Dieb habe ich die Fahrt angetreten, da ich uns den Schmerz des Abschiednehmens ersparen möchte. O Gebieterin, ich kann es nicht verschweigen, hättest du den gleichen Glauben wie ich, so würde ich mich in Sehnsucht nach dir verzehren, wird mir doch der Abschied auch so schon schwer. Solltest du einen Sohn gebären, so wird er gewiss Löwenstärke zeigen, denn er stammt aus dem Geschlecht derer von Anjou. Die Liebe selbst wird ihm als Schutzgöttin beistehen, so dass er seinen Feinden ein gefährlicher Gegner im Kampfe sein und wie ein Hagelschauer über sie kommen wird. Das ist der Abschiedsbrief Garmorets an Bellacane. Er betont noch einmal, dass er sie nicht wegen ihrer Schwärze verlassen hat. Und auch Herzeleude gegenüber seiner neuen Gattin sagte er zunächst, er könne sie nicht heiraten, da er bereits eine Gattin habe. Du ist mir liebe, dann der Lieb. Die ist mir also teurer als mein Leib. Schließlich kommt es zu einem Zweikampf zwischen den beiden Brüdern, und das endet im Erkennen dieser beiden Brüder, und dann ist Ende gut, alles gut. Beide rissen gleichzeitig Helme und Kettenhauben herunter, und nun machte Parsifal die wertvollste, schönste Entdeckung seines Lebens. Er erkannte den Heiden sofort an dem elsterfarbenen, schwarz-weiß gefleckten Antlitz, und die Brüder setzten ihrer Feindschaft mit einem Kuss ein Ende. Denn Freundschaft ziemte ihnen weit besser als Hass. Treue und Liebe endete ihren Streit. Zwischen dem Christen und dem, wie es heißt, Heiden, herrscht Liebe und Treue. Sie erkennen sich als Brüder, der eine ist weiß, der andere schwarz-weiß gefleckt wie eine Elster. Sie achten sich gegenseitig, beide werden Christen, der eine Gralskönig, der andere Artusritter. Man sieht, wie positiv hier in diesem Epos die Orientalen geschildert werden, und das entspricht eben genau der Vorstellung dieser ritterlichen Zeit, in der man sich den Angehörigen des gleichen Standes eben näher fühlt als einem Angehörigen des eigenen Volkes, wenn der einen Stand tiefer angesiedelt ist, eben zum Beispiel Bauer ist. Wolfram von Eschenbach hat einen zweites Epos geschrieben, den Wilhelm. Und in diesem Epos geht es sehr viel ausführlicher um den Kampf zwischen Christen und Heiden, diesmal in Südfrankreich, zur Zeit des Karolingers Ludwig des Frommen, also zur Zeit des 9. Jahrhunderts. Dieses Epos ist ein Fragment geblieben, auch dieses Epos hat eine französische Vorlage, aber hier ist das Thema tatsächlich die Religion. Das wird auch in mehreren Abschnitten des Epos angesprochen. Zum Beispiel in einem Streitgespräch zwischen einem Araber, Teramer, und seiner Tochter Siburg. Sie ist Christin geworden, er ist, wie es heißt, Heide geblieben, ein Araber. Und das ist schon ziemlich befremdlich. Es ist eindeutig, Teramer ist eindeutig ein Muslim, aber das wird so nicht erkannt in diesem Epos, und so scheint es ja auch in dem
Parsifal nicht erkannt worden zu sein. Siburgs Tochter, Siburg, die Tochter von Theramea, spricht mit ihrem Vater über die Religion und sie betont auch nochmal, dass die Heiden wie die Christen Geschöpfe Gottes seien, denn zumindest alle Kindlein werden ja, wenn sie geboren werden, sind sie ja Heiden und erst nach der Taufe werden sie Christen. Theramea aber, der Herrscher über die Erde und auch das Meer, will, dass seine Tochter wieder zu der alten Religion, die er hat, zurückkehrt. Und zwar, sie soll den Göttern dienen und tue den Goten Rechte. Das heißt, dieser Araber, ein Muslim, wird hier als Polytheist benannt. Er sagt von sich, die Götter hätten es ihm offenbart, was geschehen soll. Seine Tochter wiederum hält zu den Christen, zu Jesus, zur Dreieinigkeit und sagt, der dreieinige Gott, der einer ist und drei. Woraufhin ihr Vater lakonisch antwortet, den einen hätten doch die drei vor dem Tod erretten können. Schließlich kommt es zur Schlacht zwischen Christen und Heiden. Und die Heiden führen in diese Schlacht ihre sogenannten Götzen mit. Und zu diesen Götzen zählen sie dann eben auch Mahomet, Apoll und Tervigan. Theramea will den Stuhl zu Aachen haben, den Königsstuhl, den Kaiserstuhl. Er will nach Rom ziehen und er will eine Krone erwerben zum Preise seiner Götter. Also hier wird Religion des Islam gar nicht als solche erkannt, sondern es wird ihr viel Götterei unterstellt, das Interesse der Schriftsteller an dieser Welt ist äußerst gering und wohl auch aufgrund der Informationen, die sie hatten, äußerst gering. Auffallend ist aber dennoch die Gleichwertigkeit, in der nun die arabischen und die christlichen Ritter beschrieben werden, die Europäer und die Muslime. Beide kennzeichnet hohe Wertigkeit. Der ritterliche Preis wird ihnen zugesprochen. Milde, Klarheit, Tugend, Ehre, männliche Güte, Zucht und Treue kennzeichnen beide Kämpfer auf der Seite der Orientalen, auf der Seite der christlichen Ritter. Und das zeigt doch, wie in jener Zeit, in der man sich um die heiligen Stätten in Jerusalem, im Heiligen Land totgeschlagen hat, in der man grausam gegeneinander vorgegangen ist. Gerade Richard Löwenherz war einer der entsetzlichsten Schlechter, die man sich nur vorstellen kann. Wie auf der anderen Seite die Achtung vor dem Gegner, vor dem hohen, dem gleichen Stande entstammenden Gegner in dieser Zeit vorgeherrscht hat. Und das scheint doch etwas zu sein, was in späterer Zeit und in unserer Zeit vollkommen anders geworden ist. Parsifal und Pherephis in Wolfram von Eschenbachs Parsifal und Wilhelm.